Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lasst uns heute einfach mal schauen, auf welches Hauptthema darf ich denn so gucken, was der liebe Gott mir hier geben wird. Wie lautet der Rat, was solltest du tun, was solltest du nicht tun und wo könnte das Ganze hier hingehen? Seht das Ganze ein bisschen als Spaß an der Freude an, das sind allgemeine Legungen, die können auf dich zutreffen, müssen aber eben nicht. So, wir lehnen uns zurück, wir machen es uns bequem, wir atmen einmal ganz tief ein und ganz tief aus. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten? Bitte gib mich mal Botschaften. Wie lautet das Hauptthema? Worüber darf ich heute reden? Oh, die wollte unbedingt. Ich habe das schon gemerkt, aber ich dachte mir, ich spule vor. ich mische einfach weiter. Wie lautet der Rat? Was solltest du nicht tun? Was solltest du nicht tun? Wie lautet der Rat? Was solltest du nicht tun zu diesem Hauptthema? Dankeschön. Wie lautet der Rat? Was solltest du stattdessen tun? Im Übrigen, oh, habt ihr das gesehen? Im Übrigen, wem das Mischen zu lange dauert, der spult bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, bleibt bitte dran. Wie lautet der mögliche Ausgang? Wo geht's denn dann hin, wenn du diesen Rat befolgst? Was ist hier los? Was darf ich berichten? Wo geht das Ganze hier hin? Was darf ich berichten? Wo geht das Ganze hin? Was ist hier the message for you? Mensch, was macht denn ihr hier? Was ist hier die Message? Okay, danke schön. So, dann schauen wir einfach mal. Wie lautet das Hauptthema bei euch? Wow, die Sonne! Wow, schön! Also, bei euch könnte jetzt wieder so langsam mal, ne? Wäre ja schön, ne? Da endlich Frühling, das wäre auch mal mega. Jedenfalls die Sonne. Hier geht es so ein bisschen... für dich als Hauptthema selbst. Ne? Ich schaue jetzt mal nur auf dich. Ne? Wer gerne auf den Wunschpartner schauen möchte, Wunschpartnerin, schaut unter das Video. Dort habe ich euch meine Klassikerlegung verlinkt. So. Wenn ich auf dich schaue, dann ist hier großes Thema Wärme. Die Sonne soll wieder in dein Leben scheinen. Ne? Vielleicht auch mal wieder ein bisschen naiv zu sein. Also nicht naiv, also eigentlich, nee, streichen. Vielleicht auch mal wieder so ein bisschen das Kind in sich rauszulassen. Ne? Also hier geht es wirklich darum, vielleicht auch für sich glücklich zu sein, glücklich zu werden, sich auf das zu konzentrieren, was einen Bestand im Leben gibt. Weg von diesen pessimistischen, ne? Wieder optimistisch sein. Positives Denken. Das ist eine sehr schöne Message für dich. Jetzt schauen wir mal, wie lautet denn der Rat? Was solltest du denn hier nicht tun? Wow. Du solltest hier nicht gehen. Du solltest hier nicht alle Zelte abbrechen. Ne? So nehme ich das wahr. Du solltest in einer Situation wirklich optimistisch bleiben. Und an eine Situation wirklich glauben. Der Rat lautet hier, geh nicht. Was solltest du stattdessen tun? Wow, abwägen, was man hier aus der Situation mitnehmen kann, lernen kann. Überlegen, hier ist irgendwas passiert, was dich pessimistisch gestimmt hat. Ich muss mal die Kelche hier wegschieben. Hier ist irgendwas passiert, was dich pessimistisch gestimmt hat, missmutig vielleicht, wo du dir gedacht hast, boah, alter Schwede, ne? Brauche ich nicht mehr. Ne? Vielleicht warst du auch wütend und hast, weiß ich nicht, was da los war bei dir. Jedenfalls lautet das Thema hier, komm wieder ins Licht. Komm wieder ins Licht und
Ja, und was solltest du nicht tun? Aber du solltest hier eine Situation, in der du dich befindest, die solltest du nicht verlassen. Im Gegenteil, du solltest auf die Situation zugehen. Und der Rat lautet hier, wäge doch einfach mal ab, warum diese Situation, in der du da vielleicht gesteckt hast, was du aus dieser Situation lernen kannst. Denn ich habe hier wäre ein Mega-Reifeprozess, den ich in dir ansprechen darf. Hier ist eine Situation, wo du dich vielleicht selbst nicht zu ernst nehmen darfst. Ja? Wo du vielleicht sagst, diesmal gehe ich nicht, ich bleibe. Ja? Und ich darf dich dazu ermuntern, schau mal ein bisschen genauer hin. Jongliere mal ein bisschen mit deinen Möglichkeiten. Was hier noch so möglich wäre, was du hier aus warum oder was du hier raus lernen könntest. So, jetzt habe ich's. Jetzt hat sie es. Wo führt denn das Ganze hin, wenn du dem Ganzen folgst? Die zwei der Schwerter. Da lege ich aber jetzt gleich drauf. Ich spüre in dir eine mega Unsicherheit. Ja? Denn auch die zwei der Schwerter stehen für eine Entscheidung. Und du bist wirklich, 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 wirklich mega hin und her gerissen wegen einer Situation. Aus dieser, du hier aber wirklich, da ist viel Potenzial zu reifen. Du wirst erstmal weiterhin unsicher bleiben, aber wir schauen jetzt mal auf die Unsicherheit. Wir haben die 8 der Münzen und die 7 der, na sag doch, die 7 der Stäbe. Also, es ist hier eine Situation, mein Engel, wo es wirklich darum geht, deinen Standpunkt zu behaupten. Wo es wirklich darum geht, dass du, wenn du bisher in einer Situation immer geschwiegen hast oder so eine unterschwellige Angst einfach hast vor etwas, gilt es jetzt dagegen anzukämpfen, in Konfrontation zu gehen und über das zu sprechen, was dich wirklich bewegt und bedrückt. Ich sehe, dass du auch an dir hier arbeiten könntest, mit Sicherheit. Inwiefern, ich weiß nicht, einige fühlen sich hier nicht so gehört, nicht so gesehen und zweifeln so ein bisschen an sich selbst, kennen sich vielleicht selbst noch gar nicht so gut und die eigenen Bedürfnisse, die man hat, aber eigentlich kommt ja irgendwas bei euch an, wo ihr spürt, ich sollte mal anfangen, mich zu behaupten. Mich mal durchzukämpfen, meinen Mund aufzumachen, mal etwas zu sagen. Und ja, einige werden an ihrer Unsicherheit auch arbeiten. Ne? Das nehme ich auch so wahr. So, wenn du dich jetzt hier durchboxst und durchkämpfst, wow, ich habe die 10 der Münzen für dich. Das ist Jackpot. Das ist alles, was du haben willst. Alles. Ich mache keine Scherze, alles. Jackpot. Und zu diesem Jackpot, zu diesem unendlichen Glück, zu diesem Himmel auf Erden, gibt es aber ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, die Sonne steht ja schon in den Startlöchern für dich. Na, die ist ja schon hier. Und du wirst aus einer Situation wirklich lernen, viel reifen, viel für dich mitnehmen können. Und ich sehe wirklich, dass du an dir arbeitest, an deinen Verhaltensweisen vielleicht. Oder dass du wirklich lernst, dich selbst zu reflektieren. Und dann habe ich hier, ich habe für dich den Jackpot. Was soll ich sagen? Nimm's an. Ich habe den Jackpot für dich. Komm. Jetzt schauen wir mal auf die Liebe. Jetzt haben wir ja hier den Jackpot. Jetzt haben wir ja hier den Jackie. Oh, hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Ich habe auch hier eine heilige Vereinigung.
wenn hier eine Situation gefühlt brach lag, ja, wo ja eigentlich wahrscheinlich die Sonne geschienen hat, wo viel wärmer war. Und hier wirklich etwas zum Scheitern verurteilt war, dann sehe ich hier, dass man mit der Zeit immer mehr und mehr aus dieser Verbindung lernt und checkt, die eigenen Unsicherheiten, die man hat, einfach mal abzulegen. So, und dann nehme ich wirklich so wahr, wenn du das tust und wenn du dich vor dieser Person zumindest versuchst, diese Person zu erreichen, und deinen Standpunkt erklärst, aber sachlich, ja, nichts auf hier Kikifax und dann sehe ich hier wirklich den Jackpot. Ich habe hier wirklich, das kann, also ich habe Familienglück. Ich habe zumindest einen guten Ausgang, ja, wenn das nicht gleich hier die Millionen auf dem Konto sind. Und dann gibt es auch eine heilige Vereinigung. Dann kommt ihr hier auch tatsächlich wieder zusammen. Das ist sehr schön. Meine Lieben, das ist eine allgemeine Legung, die kann auf dich zutreffen, muss aber nicht. Ja, beachtet das bitte. Schaut auch gerne mal auf meinen Gedichtkanal. Ich habe da ein neues Gedicht hochgeladen. Dort könnt ihr mich sehen, wie ich es euch vorlese. Ist alles unterm Video verlinkt. Schaut auch noch mal auf meine Klassikerlegung, die ich als letztes gestartet habe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hab euch lieb. Mua. Ciao.